Und vor allen Dingen, der heilt sich auch noch. Das ist richtig mies. Wenn er sich nicht heilen könnte, wäre das was anderes. Aber er kann sich heilen. Und das macht den Kampf auch so unfair, dass er sich heilen kann. Ich komme mir so vor, als wäre ich ein Dark Souls. Ah, klasse. Ich habe keine Ausdauer mehr. Super. Und ich mache keinen Schaden mehr. Leute, es tut mir leid. Ich muss den aus der Distanz besiegen. Das geht nicht anders. Das tut mir echt leid. Ich muss den aus der Distanz schlagen. Anders wird das nichts. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Ich hoffe, die Levitation funktioniert. Darauf bin ich angewiesen. Wenn die nicht funktioniert, habe ich ein Problem. Und sie funktioniert nicht. Danke, damit kann ich den Plan schon vergessen. Klasse. Der Lothar hatte mich noch davor gewarnt, dass sie nicht funktioniert. Scheiße. Jetzt bräuchte ich sie dringend und jetzt funktioniert sie nicht. Klasse. Nur weil die Entwickler, ich will nicht sagen, zu faul waren, um da mal eine Umgebung herzustellen, aber eigentlich müsste man das sagen, weil sie nicht in der Lage waren, ich sage es mal so, weil sie nicht in der Lage waren, einen Bereich zu erstellen. Warte mal, ich kann es anders machen. Es ist zwar nicht meine feine englische Art, aber mir bleibt keine Wahl. Der Gegner ist zu stark sonst. Den können wir nicht mit grober Kraft schlagen. Das geht nicht. Wir müssen ihn wirklich mit Intelligenz schlagen. Wir müssen in einen Bereich kommen, wo er nicht rankommt. Dann haben wir eine Chance. Ansonsten... Bleibst du mal hier, du feige Sau? Wo will der hin? Vor allem, ich erwische ihn nicht. Das ist doch das Problem des Ganzen. Bleibst du mal stehen, du Penner? Weil ich will keinen Konsolencode oder sowas benutzen. Das, sowas tue ich nicht. Bleib doch mal stehen, du Sack. Wo rennt er jetzt hin? Genau, genau dann, wenn er treffen hätte sollen, trifft er nicht. Super. Oh. Wir haben die Sau gekriegt. Ihr Pfeil. Ja, alles klar. Ihr Ebenerz-Krummsäbel. Oh, guckt euch das an. Der Kerl hat wahrscheinlich eine der overpoweredsten Rüstungen, die ich je gesehen habe. Und ich kriege sie nicht mal alle mit. Überlegt euch das mal. Ich kriege die gesamte Rüstung, ich kriege die nicht mit. Handschuh links. Geschicklichkeit. Stärke auf sich selbst. Das ist eine schwere Rüstung, ne? Ja. Egal, was ich ablege, ich werde das nicht los.
Werde ich dann von den anderen angegriffen? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Angriff festigen. 625 ist natürlich durchaus reizbar, ne? Ich müsste allerdings dagegen dann die Knochenrüstung verkaufen. Aber Alter. Das ist echt heftig. Braucht ihr Rüstung nach Maß? Dann biete ich genau das, was ihr sucht. Das ist echt heftig. Ihr Pfeil, Alter, der ist so overpowered eigentlich. Die Zwergenpfeile würde ich gerne behalten. Ich glaube, die Waffe kann ich verscheuern. Die kann weg. Ich würde mich so äußerst ungern von meiner Knochenrüstung trennen, wenn ich ehrlich bin. Aber wahrscheinlich bleibt mir keine andere Wahl. Ich verkaufe mal 7 meiner Hammer. Plus den. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht auf offener Straße angegriffen. Das wäre richtig scheiße. Ich muss jetzt irgendwie Platz reinkriegen. Achso, das kauft er nicht. Das ist Alchemie, das kauft er nicht. Okay. Aber meine Rüstung würdest du abkaufen, meine Alte. Die will ich aber gar nicht hergeben. Ehrlich gesagt. Ja, das ist ja nun nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja jetzt echt bitter, ne? Das... Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Wachen mich gleich direkt angreifen. So wie es ja auch in Vivek der Fall war. Das habe ich mir gedacht. Natürlich greifen sie mich an. Braucht ihr Rüstung nach Maß? Dann biete ich genau das, was ihr sucht. Natürlich greifen die mich sofort an. Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Aber Geschicklichkeit brauchen wir eigentlich auch gar nicht skillen. Warum sollten wir das? Trotzdem müssen wir was loswerden, auf jeden Fall. Wir müssen den Hammer verkaufen. Wir verkaufen 7 Hammer von denen. Zack. Gut, auch wenn ich nicht viel dafür abwerfen will, anscheinend. Dann verkaufen wir die noch. Dann sind wir jetzt im einigermaßen ruhigen Bereich, sag ich jetzt mal. Alles klar. Aber die Waffe, die würde ich gerne behalten. Ich hoffe, das darf ich, die Waffe behalten, weil die scheint echt gut zu sein. Besser als gut. Eieieiei. Pass auf, nachher, dann gebe ich die Quest ab. Ja, ihr kriegt eure eigene Rüstung. Ja, toll, super. Klasse. Dann bin ich sowas von übervoll. Mist. So. Das ist schön, dass du mich hörst. Händler, ich muss ein bisschen was loswerden bei dir. Ich habe so viel Schrott, ich muss das mal loswerden bei dir. Schild habe ich hängen? Ja, das ist gut. Das. Den Kram. Das kannst du haben, das kannst du haben, die kannst du haben. Das kannst du haben. Jo. Das müsste reichen dann. Um erstmal ein bisschen Platz rein, aber wirklich ganz, ganz wenig Platz. Alter Schwede.
Euer Angebot wurde abgelehnt. Ich hasse sowas. Echt, ich hasse sowas einfach. So. Jetzt aber. Das freut mich, dass du meine Worte hörst. So, jetzt werden wir zum Tempel gehen. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ich verliere mehr Ausdauer, das weiß ich. Leider. Weil es nämlich eine schwere Rüstung ist. Beziehungsweise jetzt trage ich die mittelschwere. Warte mal. Irgendwas, was ich vorher anhatte, nicht an. Also ich finde, die Hände von Almalexia sind derart overpowered. Finde ich. Muss ich echt sagen. Also Halleluja. Ist bereits tot, ich kann den Schmerz kaum ertragen. Doch ihr habt mir treu gedient und mir ist danach, euch eine göttliche Segnung zu gewähren. Wünscht ihr, dass eure Haut so fest wie Eisen wird? Wollt ihr meinen Schutz gegen Lähmung oder wünscht ihr euch ewig im Glanze meines Ruhms zu sonnen? So fest wie Eisen, bitte. Ich segne euch mit meinem Geschenk und kennzeichne euch als einen der meinen. Dient mir treu und ihr könnt euch noch großzügigere Belohnung erhalten. Okay. Joa, die vierte Segnung. Almalexias Licht. Und stellt mal eben alles wieder her. Alles klar. Was kann ich für dich tun, mein Kind? Beobachte ich euch. Erwartet mir ein... Nur der Nerevarine könnte so erfolgreich sein, wie ihr es wart. Wie lange habe ich darauf gewartet? Mein Nereva ist endlich zu mir zurückgekehrt. Von meinem Tempel aus habe ich beobachtet, wie andere demselben Anspruch erhoben haben und habe sie scheitern sehen. Ich glaube, ihr seid derjenige, von dem die Prophezeiungen sprechen. Das glaubt ihr auch noch. Ich erkenne jetzt, dass ihr der Nerevarine seid. Obwohl ich andere dann habe kommen und gehen sehen, bin ich überzeugt, dass ihr das Kind der Prophezeiung seid. Die Zeit ist gekommen. Ihr solltet euren Platz zurückfordern. Zusammen können wir Morrowind wieder vereinen und von diesem kaiserlichen Narren befreien. Jahrelang lagen die Chimer und die Dwemer miteinander im Krieg. Die Dwemer verschmähten die Daedra, die die Chimer verehrten, und glaubten stattdessen an ihre Schöpfungen aus Metall. Erst als die Nord in Restoin einfielen, vereinten die beiden Völker ihre Kräfte unter der Führung unseres Nereva und des Zwergenkönigs Dumak. Mit der Zeit wurden die beiden Generäle enge Freunde und an dem Tag, als Nereva und ich getraut wurden, gab uns Dumak die Zwillingsklingen. Hoffnungsfunke und Flammenklinge. Beides waren großartige Klingen, Meisterstücke der Handwerkskunst der Dwemer. Sie leuchteten von einem unheimlichen Feuer und ihr Anblick allein ließ unsere Feinde vor Angst erschaudern. Meine Klinge ist in sicherer Verwahrung, nicht aber Flammenklinge, die Klinge des Nereva. Sie ging in der Schlacht am Roten Berg verloren. Die Klinge des Nereva. In der Schlacht am Roten Berg wurde Flammenklinge zerstört. Die Flamme erlosch und die Waffe ging verloren. Es ist eure Aufgabe, Nerevarine, die Klinge neu zu schmieden und erneut euren Platz an meiner Seite einzunehmen. Ich gebe euch mein einziges Stück. Mit Hilfe meiner Magie konnte ich herausfinden, dass sich die anderen Teile der Klinge in der Nähe befinden. Findet die anderen zwei Teile, woraus ihr dann die Klinge schmieden sollt. Nur ihr könnt dies tun, Nerevarine. Ah ja. Das heißt, laut Almalexia sind alle Teile der Klinge in Gramfeste zu finden. Sie hat mir den ersten Teil gegeben. Wenn ich die anderen beiden Teile finde, muss ich noch nach einem Handwerker suchen, der die Klinge schmieden kann. Ich kann mir schon vorstellen, wer das tun kann. Kann der mir dabei helfen? Eventuell. Oh, das ist auch interessant. Erst jetzt erkennt sie mich als Nerevarine an. Also uns. Und ich bin ziemlich voll. Abgebrochene Dwemer-Klinge. Die wiegt genau ein Pfund. Aber der eine Handschuh scheint nicht wirklich zu stören. Das finde ich gut. Den werde ich auch weiterhin tragen, den einen Handschuh. Weil der erhöht ja meine Stärke. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich den nicht tragen würde.
So, dann gehe ich mal eben in die Empfangshalle, damit wir nach Morrowind zurückkehren, beziehungsweise nach Vardenfell, genau. Denn wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen loswerden. Das geht so nicht mehr. Wir sind so derart voll. Wir müssen erstmal ein bisschen Last loswerden, ein bisschen Ballast abwerfen. Ja, willkommen im Grundspiel. Ach du Scheiße, ey. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass das so lange sich noch ziehen würde. Aber ich glaube langsam wirklich, dass Amalex hier die Böse ist. Langsam glaube ich das wirklich. Dass sie die Böse ist, die Wahnsinnige. Weil sie hat ihrem Volk den Aschesturm gebracht und das würde kein vernünftig denkender Gott tun. Oder selbsternannter Gott, sagen wir es mal so. Gut, die Klinge soll sich also in Gramfeste befinden. Dann gucken wir gleich mal, wo genau sie sein könnte. Erstmal müssen wir unseren Ballast, müssen wir unseren Inventar ein wenig erleichtern. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Das freut mich. So. Ich nehme mal an, dass die Gegenstände... Ja, das habe ich mir gedacht. Natürlich sind sie zu groß. Ja, sie sind schon für das Fass zu groß. Alles klar. Natürlich. Mein Bildschirm will sich abschalten. Du bleibst schön an, Bildschirm. So. Das heißt, wenn ich Pech habe, muss ich die Rüstung gleich lose verstauen. Das ist so blöd, dass sie das nicht verbessert haben. Dass man alles erstmal so trennen muss, das finde ich so schade. Ja, das habe ich mir gedacht, ja. Das ist unglaublich. Das können wir alles gar nicht unterbringen. Das muss man sich mal reinziehen. Komm, ich lege das einfach hier auf den Boden. Zack. Sieht es zwar nachher aus hier wie so eine Messi-Hütte, aber egal. Am liebsten würde ich sie ja tragen, weil die ist echt mächtig. Problem ist halt nur, es geht nicht, weil uns dann sonst direkt die Wachen angreifen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Gut. Ich glaube, jetzt können wir die Rückkehr wirken. Alter, der Handschuh sieht aber trotzdem episch aus. Muss man ja mal sagen. So. Unzufriedenheit im Tempel, Göttergriff, bla bla bla, Adamanterz. Nee, nee, nee. Aber ich frage mich, wo sich die anderen Teile befinden. Sind alle Teile der... Ich bin mal gespannt, wo und wie ich die finden werde. Und ob ich die finden werde, da bin ich auch mal gespannt. Hier werde ich die wahrscheinlich nicht finden. Die Rüstung lasse ich liegen. Die werde ich wahrscheinlich dauerhaft liegen lassen, weil die wiegen so viel, das ist Wahnsinn. Da müsste ich als mit nichts an als der Hose und noch ein bisschen was und das war's dann. Das ist ansonsten so viel. Neugierig. Bitte sprecht mit mir. Na, so schlimm war es noch nicht. Es ist eine Statue in die Luft geflogen. Ja, mehr auch nicht. Es gab keine Toten, sagen wir es mal so. Ach, guck mal an, der hat jetzt auch einen Namen. Der nächste, oder was? Ach nee, das ist er. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich frage mich, ob sie weiß, wo sich die anderen beiden befinden. Vielleicht kann man sie ja nochmal fragen. Was kann ich für dich tun, mein Kind? Die besten Waffenschmiede von ganz Tamriel sind in meiner Stadt ansässig. Wenn ihr die Teile der Klinge wieder beschafft, sucht euch den besten dieser Handwerker und presst ihn in unsere Dienste. In unseren Dienst, okay?
Bittet Bekannte in der Stadt, denen ihr vertraut, um Rat. Findet jene, die Gegenstände wie diese gebrauchen könnten. Beweist mir eure Courage, Nerevarin, und bald werden wir wieder Seite an Seite stehen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was diese Flammenklinge so drauf hat. Bitte sag mir nicht, dass ausgerechnet er mir hilft. Handwerker. Waffenschmied sucht Gitsu Yagak Grogluk im Haus des Handwerks. Er ist ein Meister seines Fachs. Alles klar, dann wissen wir das schon mal. Im Haus des Handwerks. Das müsste dann aber doch im Göttergriff sein, glaube ich. Oder? Ich habe keine Ahnung. Das müsste ja... Ja, Halle der Handwerker. Ja. Komm, spar dir deine Drohung. Ich habe schon mal getötet. Ich werde das wieder tun. Du bist das. Dann biete ich genau das, was ihr sucht. Handwerker, ihr sucht jemanden, der ein Schwert schmieden kann? Ich kann alles schmieden. Sagt mir, was ihr wollt, und ich werde euch die gewünschte Klinge schmieden. Ich bin wirklich gut. Könnt ihr Gift draufnehmen? Die ihr verlangt. Es ist mir gleich, wem sie einmal gehört hat oder wer dieser Nirvar war. Oder ist. Bringt mir die Teile und ich werde sie so zusammensetzen, dass sie besser als vorher ist. Mit diesem Material umgehen zu können, ist mir so viel wert, dass ich umsonst arbeite. Aber ich brauche zunächst die Teile. Nun geht. Tja, weiß ja nicht mal, wo die Teile sind. Das wäre doch mal interessant zu wissen, wo sie sich aufhalten könnten, die Teile. Das würde mir ja schon mal helfen. Klinge schmieden, ja, das sagte er schon. Vermutlich doch nichts. weißt du das? Zufällig Rüstung nach Mars, ja. Handwerker. Ja, das ist er. Er kann mir auch nicht helfen. Vielleicht der hier? Nee, er hat nichts in der Richtung. Ein Splitter. Hast du einen Splitter eventuell? Sonstiges? Nein. Er wird ja unter Sonstiges gelagert. Ja. Also können wir das schon mal knicken. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich mal sämtliche Händler der Stadt abklappern. Und mal gucken, welche von denen das möglicherweise haben könnte. Du. Pass auf, nachher hat der König rein zufällig einen Splitter davon. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Das kann ich mir wahrhaftig vorstellen. Dass der König eine dieser Splitter hat. Rein zufällig. Ich kann ja sonst mal einen der Ordinatoren fragen. Der Hochordinatoren. Entschuldigung. Der Hochordinatoren. Ist ja ganz wichtig. Das Wetter ist ungewöhnlich, aber das ist nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Kümmert euch nicht darum. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Der kann mir auch nicht helfen. Dann gehen wir zum großen Bazar. Darum, dass du mir sagst, ob es hier irgendwo noch Klingen gibt, die ich mir holen muss. Den haben wir direkt auf 100 hochgekriegt. Nein, der hat sie nicht bei sich. Was? Es gibt viel zu tun. Keine Zeit für alberne, viel trinken und tanzen. Aber was ich nicht dafür geben würde, jemanden kennenzulernen. Ach nein! So ist es. Erzählt bitte weiter. Hidden von Morwen.
Aber ich habe jemanden kennengelernt, der was für dich wäre. Ein guter Mann ist nur schwer zu schläft nie. Jetzt mache ich hier auch noch einen auf Dating-Website hier, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss noch mal zum Tempel, weil da hält sich der Typ auf. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Der wollte ein nettes Mädchen kennenlernen. Habe ich nicht vergessen. Der müsste sich hier irgendwo noch aufhalten. Irgendwo hier war der. Jetzt vermisse ich so ein bisschen die Baumgeräusche, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich auch bildhübsch, stimmt? Also ihr müsst ihr von mir erzählen. Ich meine, sie kümmert sich wahrscheinlich wenig, aber das muss doch jede Chance nutzen, nicht? Jojo, das ist richtig, ja. Ich werde dir jetzt Bescheid geben. Ich bin ja eine Dating-Website, wie wir ja jetzt wissen, seit kurzem. Also, ja, kann ich mal eben machen. In der Stadt tobt ein Sandsturm, die Stadt wurde angegriffen. Aber klar, ich kümmere mich mal darum, dass ich zwei Leute miteinander verkuppel. Kann man ja mal machen zwischendurch, ne? Wenn das Mädel jetzt noch da ist, wäre das gut. Ja, da ist sie. Wieso kann ich sie jetzt nicht auf ihn ansprechen? Oder war sie das nicht? Ist das die falsche Person? Manchmal kommt er ja ganz durcheinander. Ich glaube, die war das. Ja, die war das. Ich wunderte mich schon so, hä? Ich bin mir sicher. Oh Gott, jetzt soll ich den auch noch da. Machen wir das auch noch? Nachher gibt er mir ein Stück von der Klinge. Das wär's. Dann weiß ich echt alles. Wenn der ein Stück der Klinge hat. Indem ich ihn einfach nur eine nette Frau übermittle. Gut, ich werde mich mit ihr treffen. So, und jetzt muss ich wieder zu ihr zurücklaufen. Ihr das ab. Oh Gott. So habe ich nichts Besseres zu tun. Oh Mann, ey. Aber ihr guckt ja sowas gerne. Im Grundspiel war es ja auch schon so, dass ich eine Dating-Website war. Warum sollte sie ja nicht auch eine Erweiterung sein? Das Wetter ist furchtbar. Ja, ist es wirklich. Wo ist denn jetzt sein Name? Jemanden kennenlernen. Ja, das stimmt, was ich über ihn gesagt habe. Die wollen sich die Vorstellung angucken. Und ich so... Ja, alles klar. Du hast wahrscheinlich nicht den Splitter, oder? Nö. Es wäre echt mal interessant zu wissen, wo sich die Splitter befinden könnten. Wie gescheitert. Gescheitert gibt's nicht. Neuesten Gerüchte. Ja, das mit dem Platz wissen wir ja. Ich vermute echt, dass der König die hat, die Splitter. Wahrscheinlich sogar beide, wenn wir Pech haben. Handwerker, großer Bazar, Geldstrafen, das kennen wir ja alles schon. Aber keiner kann mir was über die Klingen sagen, das macht mich verrasend. Unser Gespräch bleibt hoffentlich vertraulich, Sera. Natürlich. Als ob ich dich verraten würde, hör mal. Kauf nach Herzenslust ein. Ja, das würde ich ja gerne. Ich suche aber ein paar Splitter. Und die kriege ich nicht. Weil ich nicht weiß, wo die sind. Das ist das Doofe. Ich wüsste gerne, wo die sind. Magieladen. Waffenkammer.
Vielleicht kann der mir vielleicht kann... Das Kaiserreich ist auch gut für das Geschäft. Alles klar, Mädel. Du hast aber nur Rüstung, ne? Ja, du hast nur Rüstung. 10.000! Boah! Die ist reich, würde ich mal sagen. Wenn die 10.000 hat, Alter! Entschuldigung, ich werde jetzt einfach mal jeden Händler, den ich sehe, abklappern. In der Hoffnung, dass irgendeiner von denen was über die Klingen weiß. Beziehungsweise über die Splitter, aber die wird mir nicht weiterhelfen können. Schade. Ey, du. Sei gegrüßt. Möchtet ihr vielleicht die neuesten Gerüchte hören? Schrecklich mächtiger und böser Zauberer. Irgendwas mit Velas soll sich hier in der Nähe angesiedelt haben. Neulich in der Taverne hat man von einem merkwürdigen Lichtern und schaurigen Gelächter erzählt, die tief in der Nacht gesehen und vernommen wurden. An eurer Stelle würde ich mich vorsehen. Ich wette, dieser Zauberer wird uns bald seine ganze Macht zeigen wollen. Velas? Ich kenne keinen Velas. Es sei denn, du meinst diesen Magier in der Kanalisation. Den habe ich schon zerlegt. Buchhändlerin. Vielleicht kann die mir ja was zu den... sagen, zu dem Artefakt. Artefakten, es sind ja mehrere. Die hat auf jeden Fall nur 5.000 für Bücherhändler. Finde ich ein bisschen übertrieben eigentlich. Statue und Buch. Okay. Der Ravarine. Tempel hatte Unrecht. Ihr seid die Wiedergeburt. Bla bla bla. Kennen wir alles. Aber keiner kann mir bezüglich der Klängen weiterhelfen. Das finde ich so ein bisschen doof. Ja, genau. Alles klar. Der Kollege hat auch ein bisschen gelitten unter dem Sandsturm. Der ist ihm anscheinend... Was hat er über Frauen gesagt? Frauen. Der Mühe nicht wert, wenn er mich fragt. Nicht mehr zumindestens. Ach du, die haben auch durchaus ihren Reiz. Glaub mir. Du hast keine Klinge, ne? Nee. Schade. Schade, schade. Vielleicht eine wertvolle Info? Sie möchte jemand anderes als mich treffen? Nun auch gut, interessiert mich nicht. In Ordnung, jo, alles klar. Skoma. Und toll, über Drogen will er reden und über Frauen, aber nicht über Klingen, super. Das ist ja toll. Mögen alle nur Gutes über euch sagen, Sera. Das ist ja doof. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal just for fun, werde ich jetzt einfach mal in den Palast gehen. Und pass auf, genau dann werde ich da vorfinden, ja hier, ihr findet die Klinge da und da. Kann ich mir so richtig vorstellen. Oder aber im Tempel. Ich gucke jetzt erstmal im Tempel. Ich werde jetzt jeden NPC, den ich treffe, ausfragen. Ah, hier in dem 5 Tragen. Hab Dank. Ich kann die 5 Tragen durchaus verkraften. Hände da einmal Lexia, Handwerker, Hochordinatoren. Segen einmal Lexias. Toll, jetzt habe ich noch weitere Gesprächsthemen. Aber es hilft mir alles nichts. Ich muss wissen, wo diese Kackklingen sind. Ich habe ein Treffen zwischen Marina und Goval Rhein arrangiert. Ja, das ist schön. Sind alle Teile der Klinge. Sie sind in der Nähe. Bittet Bekannte in der Stadt, denen ihr vertraut, um Rat. Ja, genau das ist es. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Bekannte, das könnten alle sein. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Du kannst mir auch nichts über die Klinge sagen, ne? Genau, Barilzar hieß der. Ganz genau, Barilzar. Gerechtigkeit schläft nie. Ja. Doch, ich glaube, hier in Gramfeste hält die gerade ein Koma, Nickerchen. Ne, die hat... Was ist das denn? Okay.